In Wavi Profi 3 haben Sie natürlich verschiedene Möglichkeiten, einen Artikel in die Kasse einzugeben. Die wahrscheinlichste Variante ist die, dass der Kunde mit dem Artikel zu Ihnen an die Kasse kommt und sagt, da Chef, den will ich haben. Sie nehmen den Artikel, scannen ein, zack, fertig. Ja, so schnell geht's. Okay, die zweite Variante ist natürlich die, dass Sie sagen, okay, ich nehme jetzt hier meine Touchscreen-Buttons oder meine Warengruppen, wenn Sie denn die Touchscreen-Kasse verwenden, klicke auf meinen Artikel, den ich haben möchte oder verkaufen möchte und dann habe ich ihn in der Kasse. Klicke ich zweimal, ist er zweimal drin und so weiter. Diese Abfrage, wie bereits in vorhergehenden Videos erwähnt, vielleicht haben Sie es gesehen, können Sie natürlich auch steuern. Sie können sagen, ob Sie eine Stückzahlabfrage wollen und eine Preisabfrage haben wollen. Ich habe jetzt in unserem Beispiel ausgeschaltet. Nur nochmal zur Erinnerung, in den Systemeinstellungen finden Sie in der Karteikarte Verkauf, Verhalten und Optik diese Optionen, in der Sie Stück- und Preisabfragen aktivieren können oder deaktivieren können. Sollte das Etikett vom Artikel zum Beispiel abgegangen sein, kann ja alles sein, hat halt nicht gehalten, wie auch immer, oder es weiß ich nicht. Sag mal einfach, das Etikett ist weg. Haben Sie die Möglichkeit, nach einem Artikel zu suchen. Hierbei können Sie auf das Fernglas hier oben klicken oder Sie können L drücken für Locate, Englisch, Suchen. So, wir klicken das Fernglas an und wir haben nun eine rekursive Suche. Der von Ihnen eingegebene Suchbegriff wird in verschiedenen Spalten des Artikelstamms gesucht und zwar, zeige ich Ihnen anhand eines Beispiels, er sucht in der Katalognummer, er sucht in der Bezeichnung, er sucht im Preis, er sucht in der Vergleichsnummer, er sucht in der ERN-Nummer. So, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Nummer SP100 suchen wollten, dann drücken wir SP-100 ein und schon findet er es. Er sagt überall, wo SP drin vorkommt, zeigt er ihn dann an. Nun können Sie, und dabei spielt im Übrigen die Groß- oder Kleinschreibung keine Rolle, auch ist der von Ihnen eingegebene Suchbegriff rekursiv. Das heißt, er sucht im ganzen Wort. Dabei ist es egal, ob jetzt die Kombination, die Sie eingeben, am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Wortes steht. Hier zum Beispiel HO ergibt einen Suchtreffer bei Damenhose oder Bauernhof. Und dann können Sie ganz, ganz einfach den Artikel anklicken, auf Übernehmen klicken mit der Maus oder wenn Sie mit der Tastatur arbeiten, Enter, Enter. Und dann haben Sie es in der Kasse drin. Also es ist total easy, einen Artikel in Wavi Profi 3 einzugeben, zu suchen, ja, und viel Spaß damit.